Oliver Hülsenhorst vom TV Verl, hallo. Du hast beim TV Verl ein Ultimate Frisbee Angebot gestartet. Seit wann gibt's das denn und wie sieht das bei dir jetzt aus? Also uns gibt's im TV Verl seit 2006. Wir sind als Abteilung mit beim TV Verl. Und es läuft eigentlich ganz gut bei uns. Wir sind jetzt seit letztem Jahr angefangen, die Juniorenabteilung mehr aufzubauen und da sind wir jetzt bei 8 bis 9 Jugendlichen und da ist auf jeden Fall Potenzial da, dass es in Zukunft auch noch größer wird und da sitze ich auf jeden Fall hinter. Wir sind ja hier beim Basic Bocklemünd in Köln und da bist du auch mit einem U14-Team an den Start gekommen. Ja. Jetzt hast du aber auch schon Erfahrungen gesammelt als Co-Trainer von Paderborn bei der Junioren-DM. Wie waren denn deine Eindrücke? Du hast einen Spieler selbst mitgebracht, den Laurin. Ja, genau. Wie waren die Eindrücke auf der Junioren-DM für dich? Also durchweg positiv. Also das Umfeld ist echt sehr gut. Die Organisation war auf jeden Fall perfekt in Heidelberg. Das hat super funktioniert. Und also es läuft echt sehr gut im Jugendbereich, finde ich. Ziel wäre dann auch, Teams selber mit auf Meisterschaften zu führen. Also wir versuchen, oder geplant ist dieses Jahr auf jeden Fall zur Junioren-DM nach Bad Rappenau zu kommen mit einem U14-Team. Und ja, das hat sich heute ganz gut geschlagen für das erste Turnier hier. Dritter Platz, genau. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Genau, super. Und gleichzeitig haben wir auch einen Landesverband Frisbeesport in NRW, der ist ja ganz rege. Genau. Ich habe heute Leuten hören, möglicherweise wird es auch schon eine Juniorenmeisterschaft in NRW geben. Ja. Wie siehst du die Perspektive innerhalb von NRW? Also wir haben in NRW viele Juniorenteams und ich denke mal, dass in NRW sehr großes Potenzial ist, da in Zukunft auf jeden Fall gute Juniorenspieler zu fördern und das denke ich mal, also da ist sehr viel Perspektive. Okay, dann freuen wir uns auf viele Begegnungen auf und alles Gute mit dir und deiner Arbeit beim TV Verl. Alles klar, Dankeschön.